Hallo Leute, ich bin's. Nirgendwo auf der Welt gibt es einen Fluss mit so viel Wasser. Ich bin hier auf dem Amazonas unterwegs. Für euch bin ich nach Südamerika gereist und auf dem Weg nach Kolumbien. Was für ein Beginn meiner Reise. Aber damit hatte ich gerechnet. Schließlich bin ich ja im Amazonas-Regenwald. Ich will wissen, wie leben die Kinder hier? Im größten Regenwald der Welt. Von Deutschland aus bin ich über 9500 Kilometer nach Südamerika in den Amazonas-Regenwald gereist. In ein Dreiländereck. Am linken Ufer liegt Peru. Ein Stück flussabwärts befindet sich Brasilien und auf der rechten Uferseite liegt Kolumbien. Mit einem typischen Motorboot knattert Bootsführer Antonio über den gigantischen Amazonas. Die Regenwolken haben sich verzogen. Es ist schwül und heiß und ich bin dankbar für den Fahrtwind. Auf den ersten Blick hier vom Fluss aus sehe ich nichts von Problemen. Der Regenwald ist nämlich in großer Gefahr, zerstört zu werden. Dabei ist er ein Naturwunder, das man bestaunen kann. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es so viele und unterschiedliche Lebewesen wie im Amazonas. Überall wachsen Pflanzen und Pilze, überall kriechen, krabbeln oder flattern unterschiedliche Tiere. Es quakt, zirpt, summt und blubbert. Menschen leben hier natürlich auch. Oh, wie toll, eine Abkühlung. Sieht aus wie ein Abenteuerspielplatz, den die Natur geschaffen hat. Ein kleiner Nebenfluss vom Amazonas liefert das Wasser. Nicht zu vergleichen mit einem Schwimmbad wie bei uns. Kein Bademeister in Sicht. Dafür passen größere Kinder oder Eltern auf die Jüngeren auf. Das Mädchen im roten Hemd heißt Valeria. Sie und ihre Mutter Graciela, die hier gerade Kleidung wäscht, werden wir später noch kennenlernen. In der Nähe der Badestelle liegt das Dorf Santa Sofia. Die Menschen, die hier leben, sind indigener Herkunft. Das heißt, ihre Vorfahren, also ihre Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und so weiter, leben schon seit vielen Generationen an diesem Ort, im Einklang mit der Natur. Hola, ich bin der Willi. Hier im Dorf gehören die Menschen zur Ethnie der Ticuna. Ethnie bedeutet Volk oder Volksgruppe. Die Menschen in Santa Sofia sind also vom Volk der Ticuna. An diesem Wochenende findet im Dorf eine Aula Viva statt, ein lebendiges Klassenzimmer. Dafür sind Kinder und Jugendliche aus den umliegenden Dörfern gekommen. Die Ticuna leben verteilt auf die drei Länder Kolumbien, Brasilien und Peru. Zwar gibt es Grenzen zwischen den Ländern, aber nicht zwischen den Ticuna. Bei der Aula Viva soll traditionelles Wissen von der alten an die junge Generation weitergegeben werden. Das Schießen mit dem Blasrohr gehört dazu. In alten Zeiten gingen die Vorfahren der Kinder damit auf die Jagd und erlegten mit vergifteten Pfeilen wilde Tiere. Heutzutage werden Blasrohre nur noch für sportliche Wettkämpfe genutzt. Sehr gut. Miguel ist ein Meister darin und bringt es den Kindern bei. Er kommt aus dem Nachbardorf und gehört, wie fast alle hier, zur Ethnie der Ticuna. Jawohl. Super. Seht ihr, was auf Miguels Weste steht? Sternsinger. Ja, richtig. Die Arbeit von Miguel und seinem Team wird durch Spenden der Sternsinger unterstützt. Er ist für die Organisation FUCAI im Einsatz. FUCAI arbeitet gemeinsam mit indigenen Ethnien am Amazonas daran, ihre Traditionen und die bedrohte Natur zu erhalten oder neu zu beleben. Jetzt steht Bogenschießen auf dem Plan. Pfeil und Bogen sind ebenfalls traditionelle Waffen. Indem die Kinder den Umgang damit lernen, pflegen sie eine alte Tradition, die nicht verloren gehen soll. Mittlerweile jagen die Ticuna nicht mehr mit Pfeil und Bogen. Die Maloca, deren Dach mit Palmblättern gedeckt ist, ist der traditionelle Treffpunkt im Dorf. Hier gibt es angenehmen Schatten und eine weitere Lektion bei der Aula Viva. Es geht um Pflanzen, die schon seit unzähligen Generationen zur Ernährung der Ticuna beitragen. Hallo zusammen, ich bringe euch heute eine Acai-Palme mit. Das alte Wissen über Früchte, Gemüse und Heilpflanzen sollen die Kinder lernen. Weil man die kleinen Setzlinge nicht so leicht auseinanderhalten kann, wie ausgewachsene Bäume mit Früchten,
nennt jeder den Namen seiner Pflanze und stellt sie dann in die Mitte. Guten Nachmittag an alle. Ich bringe hier einen Mangosetzling mit. Dankeschön. Ich bin der Willi. Ich bringe einen Baum, der soll später Früchte tragen, Schatten spenden, CO2 binden und Sauerstoff in die Welt blasen. Morgen wollen wir alles einpflanzen. Und dafür bereiten wir uns vor. Mit einem speziellen Pflanzensaft reiben und reinigen wir unsere Hände. Die naturverbundenen Tikuner sagen, wenn wir Mutter Erde aufgraben wollen, um neue Bäume einzupflanzen, müssen wir rein sein. Die Pflanzaktion soll ganz früh am nächsten Morgen stattfinden, wenn der Boden von der Nacht noch kühl und feucht ist und die Erde sich leicht aufgraben lässt. Die Nacht im Regenwald ist besonders. Insekten, Frösche und andere Tiere veranstalten ein regelrechtes Urwaldkonzert. Träum ich? Oder ist es das, was ich denke? Fast nicht zu glauben. Der Pflanzensaft, mit dem ich tags zuvor meine Hände eingerieben habe, zeigt volle Wirkung. Die Farbe soll gut eine Woche halten. Am Dorfrand legen wir einen Waldgarten an, in dem Gemüse und Früchte wachsen sollen. Fast alle bei der Pflanzaktion haben gefärbte Hände oder Körperbemalungen. Ein schönes Gemeinschaftsgefühl. Jede Pflanze bekommt einen speziellen Platz. Schon am Tag zuvor haben die Kinder gelernt, welche Pflanzen besonders gut nebeneinander gedeihen. Zum Beispiel solche, die Schatten spenden und solche, die Schatten brauchen. Die Kinder lernen hier fürs Leben. Denn wer sich auskennt und weiß, welche Pflanzen wie am besten wachsen, wird später mal reiche Ernten einholen und sich davon ernähren können. Der Wald liefert genügend Nahrung für ein gutes Leben. Man muss nur wissen, wie es geht. Nach dem Einpflanzen muss man die Pflanze etwas gießen. Sie braucht Wasser. Regen ist natürlich auch gut. Mensch, Miguel, wenn Amazonien nicht so weit weg wäre, dann würde ich in 5 Jahren wiederkommen und mal kontrollieren, wie groß er geworden ist. Und dann würde ich dir aus den Früchten eine Marmelade kochen. Du kannst gern hierher zurückkommen, Willi. Nur kann man aus einer Avocado leider keine Marmelade kochen. Vielleicht aber eine leckere Guacamole machen. Die mache ich auch. Bitte schön. Das hätte ich besser wissen können. Dann werde ich eben statt Marmelade einen Avocado-Dip zubereiten. Miguel führt mich für eine Erkundungstour durch den dichten Regenwald. Besonders die großen Urwaldbäume nehmen massig viel CO2 auf und geben Unmengen an Sauerstoff ab. Der Amazonas-Regenwald wird daher auch die grüne Lunge des Planeten genannt. All die Bäume hier haben großen Einfluss auf die ganze Welt. Der Wald erstreckt sich über 9 Länder Südamerikas. Das Gebiet wird auch Amazonien genannt. Es ist so groß, dass Deutschland über 18 Mal reinpassen würde. Amazonien ist das Zuhause für etwa 3 Millionen Indigene, die heute manchmal noch so ähnlich leben, wie ihre Vorfahren seit jeher gelebt haben. Die indigenen Menschen verteilen sich auf 390 unterschiedliche Ethnien. Eine davon ist die Ethnie der Tikuna. Wer war eigentlich zuerst da? Der Regenwald oder die Tikuna? Der Regenwald war zuerst hier. So wie auch diese Pflanze hier, die auf anderen Bäumen lebt. Das hier ist ihr Zuhause. Teil dieser Natur zu sein, ist unglaublich wertvoll für uns als Indigene. Auch wenn wir in diesem Teil des Dschungels zum Glück nichts davon sehen. In Amazonien werden täglich tausende Bäume gefällt oder abgefackelt. Ohne Rücksicht darauf, wer oder was da lebt. Jeden Tag sterben deshalb rund 100 Tierarten im Amazonas aus. Das wertvolle Tropenholz wird verkauft, zu Papier gemacht und auf abgeholzten Flächen sollen Futterpflanzen für Tiere wachsen. Auch werden Bäume gefällt, um wertvolle Rohstoffe auszugraben, wie das Gestein Bauxit. Das braucht man, um Aluminium herzustellen.
Aluminium gibt's bei uns überall. Als Joghurtdeckel, Getränkedosen, in Laptops und Smartphones, Autos und Fahrrädern. Und fast alle von uns benutzen Alufolie. Versucht mal darauf zu achten, wo überall Regenwaldholz drinsteckt. Zum Beispiel immer noch in manchen Schulheften. Oder in Grillkohle. Auch viele Tiere, die bei uns in den Ställen stehen, werden mit Futter gefüttert, das auf gerodeten Regenwaldflächen angebaut wird. Wenn wir weniger Fleisch essen oder Produkte wie Aluminium, für die Regenwald abgeholzt wurde, nicht mehr oder nur noch selten benutzen, helfen wir mit, den Regenwald zu schützen. Denn wir brauchen den Amazonas als grüne Lunge unseres Planeten, die auch in Zukunft schädliches CO2 ein- und lebenswichtigen Sauerstoff ausatmen soll. Die Mehrheit der Tikuna hat kein Verlangen danach, unser Zuhause abzuholzen und zu zerstören. Die Tikuna bewohnen große Teile des Amazonasufers. Und wo wir wohnen, gibt es noch Regenwald. Um die Tikuna wie auch viele andere Ethnien dabei zu unterstützen, hat Fukai schon tausende Bäume gepflanzt. Die Spenden der Sternsinger helfen dabei und tragen so im wahrsten Sinne des Wortes Früchte. Und ich bin jetzt gespannt, welche Früchte im Garten von Valerias Eltern wachsen. Wir werden von Nasli, Valerias Cousine, begleitet. Mutter Graziella zeigt mir, was hier alles wächst. Kakao für Schokolade, leckere Ananas, Cashew-Früchte mit den beliebten Cashew-Nüssen, süße Bananen und vieles mehr, das ich nicht kenne oder erkenne. Sind das Gurken oder was? Das ist eine Guama. Pflück mal eine. Soll ich dran ziehen? Ja, so. Pflück sie. Pflück sie. Dreh sie noch etwas. So, genau. Was ist das? Du musst sie öffnen, so. Ist das eine Frucht? Ja, genau. So, das habe ich noch nie gesehen. Sieht aus wie so kleine Bananenstücke. Die kann man essen. Probier mal. Probier mal. Ja. Lecker, oder? Sehr süß. Super. Das heißt, bei euch im Garten wachsen sogar Süßigkeiten. Die Kerne verwenden wir, um neue Guamas entstehen zu lassen. Das hier ist der Kern. Und so wird er eingepflanzt. Hier kann jetzt ein neuer Baum wachsen. Übrigens sprechen die Tikuna hier Spanisch, obwohl sie eine eigene Sprache haben, die Tikuna-Sprache. Valerias Mutter hat sie als Kind noch gesprochen. Valeria, kannst du auf Tikuna 1, 2, 3, kannst du zählen? Nein, ich kann kein Tikuna, aber sie schon. Kannst du das auf Tikuna? Ja, ein bisschen. Ah, jetzt so. Wie? Die Kinder üben einzelne Tikuna-Worte mit Spielen, die Fukai entwickelt hat, damit die Sprache nicht ganz verloren geht. Zwar sind Handys, moderne Musik und Mode auch im Alltag indigener Völker ganz normal, aber die Tikuna besinnen sich wieder stärker auf ihre Traditionen. Und die werden am besten durchs Abgucken und Nachmachen vermittelt. Wie hier beim Flechten im Haus von Valerias Oma. Die ist Meisterin im Flechten von Armbändchen und Körben. Regelmäßig handarbeiten Großmutter, Tochter und Enkeltochter gemeinsam. So wird die Tradition des Flechtens mit Palmenfasern von Generation zu Generation weitergegeben. Valerias Mutter hat von ihren Eltern auch gelernt, wie sie sich mit Lebensmitteln selbst versorgen kann. Früher haben die Tikuna einfach ein kleines Stück Regenwald abgebrannt, um dann auf der freien Fläche Obst und Gemüse anzubauen. Diese abgebrannten Flächen taugten aber nur kurze Zeit für gute Ernten und ein neues Feuer musste gelegt werden. Mit Hilfe von Fukai haben die Tikuna und viele andere Ethnien die Brandrodung beendet und legen nun Waldgärten an. Viele Jahre kann sich eine ganze Familie davon ernähren.
Alles, was du hier siehst, ist für uns zum Essen. Alles, was wir hier ernten, essen wir selbst. Oder wir verkaufen es in der Stadt Letizia. Jetzt zum Beispiel werde ich Maniok ernten, weil ich kein Maniokmehl mehr habe. So muss ich es nicht kaufen, sondern kann es selbst herstellen. Graciela ist stolz. Mit dem, was in ihrem Waldgarten wächst, kann sie ihre Familie versorgen. Auch der Amazonasfluss liefert wichtige Nahrung. Bis zum Horizont und weiter schlängelt sich dieser Fluss quer durch Südamerika, fast 6.500 Kilometer. Im Wasser leben rund 3.000 unterschiedliche Fischarten. Einige davon dienen den Ticuna als Speisefische. Pablo, seinen Vater Hernan, seinen Onkel Oscar und seinen Cousin Sebastian darf ich zum Fischen begleiten. Pablo hat sich erkältet, aber weil er das Fischen liebt, ist er trotzdem an Bord. Was gefällt dir so besonders beim Fischen? Am meisten mag ich es, die Fische aus dem Netz zu holen. Ja, du bist ein Optimist, du glaubst ans Gute. Ich bin gespannt, ob das gelingt, dass wir hier auch Fische rausziehen. Was gibt's hier überhaupt für Fische im Amazonas? Sardinen, Engmaul und Barbensalmler, Flussmakrelen und viele mehr. Heute seid ihr so schwer, weil ich dabei bin. Da läuft lauter Wasser ins Boot. Hernan, was machen wir jetzt? Einfach warten oder wie läuft das beim Fischen im Amazonas? Wir werfen das Netz aus und lassen uns flussabwärts treiben. Die Fische. Da ist gerade ein Delfin gehüpft. Gibt es hier auch Delfine? Die Delfine bekommen mit, wenn wir fischen und versuchen, den Fisch aus den Netzen zu klauen. Hey, ihr Frechdachse, schwimmt woanders hin. Ich hab mich nicht verguckt. Es gibt hier Flussdelfine. Die haben die Fische vertrieben, weswegen wir an einer anderen Stelle das Netz auswerfen. Pablo und Sebastian sind bereits sehr gute Fischer. Von ihren Vätern haben sie alle Handgriffe gelernt. Für uns ist das schon ein ganz guter Fang. Aber normalerweise, gerade flussaufwärts, könnte mehr ins Netz gehen. Als Pablos Vater Hernan selbst noch ein Kind war, gab es hier mehr Fische. Heute sorgen Wasserverschmutzung, Staudämme, Klimawandel und riesige Fangschiffe dafür, dass es immer weniger Fische gibt. Leider haben wir Menschen oft keinen freundschaftlichen Umgang mit der Natur. Wir nehmen uns zu viel und denken nur an uns und nicht an die, die nach uns kommen. Zurück zur Aula Viva. Die Kinder haben ein Mandala gelegt. Aus allen Nahrungsmitteln, die Wald und Fluss ihnen schenken. Und was jetzt passiert, kommt mir vor wie ein ganz besonderes Erntedankfest. Wir bitten um Verzeihung. Für all den Schaden, den die Menschen dir zufügen. Dass wir dich verschmutzen. Dass wir dich verbrennen. Dass wir dich vergiften. Mutter Erde. Trotz allem. Schenkst du uns so viel Nahrung. Die von Pablo und Sebastian gefangenen Fische und alle anderen so kunstvoll ausgebreiteten Lebensmittel werden in den nächsten Stunden zu einem Festessen verarbeitet. So? Ja. Besser? Genau. Und was soll da draus gemacht werden dann später? Bananenchips. Boah, da freue ich mich am meisten drauf. So spannend anzusehen, was hier alles gezaubert wird. Oh, was ist denn das? Ist das Schokolade? Schokolade? Willst du probieren? Gut, nicht? Das wächst einfach hier im Regenwald. Das ist köstlich. Das ist sensationell. Ihr macht hier eure Süßigkeiten selbst. Da, wo zuvor das Mandala lag, sind nun die zubereiteten Speisen ausgelegt. Oh, wie toll. Für alle ist genügend da. Guten Appetit. Meine Reise nach Amazonien geht zu Ende. Ich bin den Ticuna sehr dankbar, dass ich sie besuchen durfte. So leben also indigene Kinder in Amazonien. Sehr naturverbunden,
sehr traditionsbewusst und modern. Ich habe miterlebt, wie Traditionen von der alten Generation an die junge Generation weitergegeben werden. Und ich durfte helfen, neue Bäume zu pflanzen. Denn der größte Regenwald der Welt bleibt bedroht. Fukai will es schaffen, die bedrohte Natur und die Tradition der Tikuna zu erhalten oder wiederzubeleben. Damit all die Kinder hier, wie gut verwurzelte und kräftige Bäume, selbstbewusst im Leben stehen können.